Dirk Schmidt ist jetzt bei mir von der Tröster GmbH. Wie sieht so bis jetzt die Bilanz aus, die vorläufige? Also für heute, am zweiten Tag, können wir sagen, Messe ist sehr gut gestartet. Gestern war ein toller Tag, auch trotz, dass es der erste Tag gewesen ist, der normalerweise immer recht langsam anfängt. Aber wir waren schon den ganzen Tag ausgebucht und heute ist es phänomenal voll und wir sind sehr zufrieden. Wie sieht so die Stimmung auf der Messe aus? Wie würden Sie die beschreiben? Stimmung ist gut, sehr positiv. Also doch, wir sind sehr angenehm überrascht. Also viele Kunden, konkrete Projektanfragen. Ja, also wenn das so weitergeht, dann wird es eine tolle Messe. Warum ist denn die Wire überhaupt so wichtig für Sie? Die Wire ist die Hauptmesse für unseren Geschäftsbereich Kabel und es gibt kein Vorbei an der Wire. In Düsseldorf schon mal nicht und auch bei den kleinen Satellitenmessen der Wire sind wir regelmäßig dabei, um nicht zu sagen eigentlich bei jeder Wire, die Messe Düsseldorf ausrichtet. Was haben Sie denn in diesem Jahr Neues auf der Wire zu präsentieren? In diesem Jahr ganz besonders interessant ist die flexible Endabdichtung, die für Hersteller von Mittel- und Hochspannungskabeln interessant ist, mit der die Kabelproduktion wesentlich effizienter gestaltet werden kann mit Bezug auf Produktionszeiten. Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Branche, also auch ganz persönlich? Naja, die Zukunft ist natürlich, dass wir weiterhin gute Geschäfte machen. Die letzten Jahre sind sehr gut gelaufen. Wir hatten unheimlich großen Erfolg, gerade in Asien, insbesondere China. Und wäre schön, wenn natürlich diese Tendenz fortgehen würde. Allerdings kühlt sich der chinesische Markt etwas ab und wir sind dabei, halt zu schauen, in welchen Märkten wir jetzt in der Zukunft die Aufträge bekommen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei. Dankeschön, Dirk Schmidt.